Servus und Weidmanns Heil hier aus Loggers Point, der Hunter unterwegs. Ja, letzte Folge schon festgestellt, ist eine abschussreiche Folge. Und unsere Strecke ist eben, ja, 10 mal 7 mm und mit der 22er hatten wir, was waren es, drei Kaninchen und. Waren es drei oder waren es zwei Fasanen? Also wir Bache da hinten. Ah, nee, ich will hier doch weiter in die Richtung ziehen. Lasse ich mich diesmal nicht von meiner Route wegreißen. Ja, also wir knacken diese Woche vermutlich die 20 und das, obwohl wir nicht lautlos jagen. Also gut, da waren es auch nur 5 Folgen. Das war noch, als ich nur 5 Folgen die Woche gemacht habe, als ich da auf Redfeather Falls mal eine rein lautlose Jagd gemacht hatte, wurde sich ja gewünscht von euch Zuschauern oder zumindest mal von einem. Einer hatte das mal geschrieben und ich hatte gesagt, ja komm, den Wunsch erfülle ich. Und da waren wir, ich glaube, auf 21 Schuss nach 5 Folgen gekommen. Waren natürlich überwiegend Weibchen dabei. Also Skill CSS-mäßig war es nichts groß Nennenswertes, aber es war auch das ein oder andere männliche Tier dabei. Von diesen 21, weiß ich nicht, waren es 4, waren es vielleicht 5 männliche. Also überwiegend wirklich, wie gesagt, Weibchen. Kojote ganz nah. Da müssen wir relativ schnell jetzt reagieren. Sichtung würde ich mir gern noch abholen. Und dann aber schießen. So, nachladen und ich mache mir auch mein Magazin wieder voll. So, laut geschossen. Dann können wir natürlich auch wieder aufrecht gehen. Es war eben so nah und Kojote ist halt, ja, das sind Jagdtiere, die lauern natürlich selber auch Beute auf und sind deswegen natürlich auch durchaus sehr, sehr aufmerksam. Und da auf so naher Entfernung dann einen zu sehen, da muss man dann doch oder sollte man doch möglichst schnell reagieren, sonst entdeckt er einen und zieht ab. Und der Schuss doch relativ weit hinten, wir sehen es in die Arschbacke rein. Genau oben am Ansatz des Hinterlaufs. Aber ordentlich durchgedrungen. Dafür haben wir auch nur 70,4% Erhaltungszustand. Heftig Wildbrett zerstört. Aufgrund der kurzen Entfernung kommt die Kugel eben natürlich. Die 7 mm hat eine sehr hohe Schussgeschwindigkeit. Und da kommt die Kugel mit Mordskarwamba, mit einem Affenzahn beim Tier an und ja, nimmt dann natürlich ordentlich Gedärme, Eingeweide mit, dass das ein riesen Ausschussloch wird und deswegen ist der Erhaltungszustand hier natürlich relativ gering. Das Einschussloch konnten wir ja sehen, das ist klein. Auf der anderen Seite müsste es jetzt ein Loch um ein viel, vielfaches größer geben. Das Ausschussloch, wo eben Kugel inklusive mitgerissener Eingeweide eben dann ausgedrungen ist, wird im Spiel so nicht umgesetzt. Generell ja auch im Spiel dieses ganze rote Handwerk, wie es so schön heißt. Also ja, die Tiere dann ausnehmen und so weiter ist ja hier nicht umgesetzt. Vielleicht auch gut. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der vielleicht einen schwächeren Magen hat und das nicht so verkraften könnte. Ich selber habe so ausnehmen jetzt Kojote nicht, aber Reh, Wildschwein, auch Hirsch habe ich das schon gesehen. Sind so Sachen, das habe ich eben schon im Real Life gesehen, sogar eben auch teilweise schon mit Hand angelegt, mitgeholfen. Oder auch schon nach dem Ausnehmen, nach dem Ausbluten und Auskühlen dann mal Reh wirklich auseinandernehmen. Und ja, halt Fleisch vom Knochen lösen.
portionieren, eingefrieren etc. Wie gesagt, ich kenne den einen oder anderen Jäger und da durfte ich dann eben auch schon mal mit Hand anlegen. Ja, auch schon die ein oder andere Jagd als Begleitung miterlebt. Sei es, dass man auf einem Ansitz gesessen hat nebendran, sich ruhig verhalten und hat gewartet, bis dann vielleicht wirklich mal was kommt. Hatte meistens das Pech, dass es nicht zu einer Schusssituation kam. Und ja, auch schon mehrere Male eine Treibjagd als Treiber miterlebt. Also auch wenn ich real life kein Jäger bin, ein bisschen was an Jagderfahrung konnte ich trotzdem schon sammeln. Und ansonsten ja, eben Gespräche, teilweise eben auch mit Hintergrund dieser Videos. Oh, die Spur ist recht frisch. Das heißt natürlich, der könnte den Schuss auf den Kojoten gehört haben, aber wir schauen mal, wo geht's hier weiter. Das wäre zumindest ein Hirsch und ja, kleiner als der letzte Weißwedelhirsch wird es wahrscheinlich ja nicht werden. Kann natürlich sein, dass die Spur hier schon eher rechts irgendwo dann die nächste als flüchtend abgeht. Denn es war wirklich eine sehr, sehr junge Spur. Wir schauen mal, ob hier oben irgendwo was kommt. Sieht nicht ganz so erfolgreich aus. Und ja, hier unten bin ich auch immer wieder gerne mal unterwegs. Hatte hier unten in dieser Weggabelung auch schon mal ein Zelt stehen, um da schnell hinzureisen. Aber aufgrund von Zeltmangel, man kann halt doch irgendwie nie genug haben, habe ich das dann irgendwann mal abgerissen, weil ich woanders da eins aufstellen wollte. Also hier kommt nichts an Spur. Ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich den Schuss auf den Kojoten gehört hat und dadurch eher da hinten in die Richtung geflüchtet ist. Schauen wir mal, ob wir da irgendwo eine Flüchtenspur noch finden. Oder vielleicht doch noch ein anderes schönes Tier. Ja, ich muss sagen, ich bin am Überlegen, so irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden, wie im Moment die Hunter-Video-Statistiken ausschauen. Als die Videos eben doch zu späterer Stunde kamen, waren die Aufrufzahlen und auch die durchschnittliche Wiedergabedauer doch höher gewesen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich der Hunter nicht von der Sendezeit wieder etwas nach oben schiebe. So, da hinten läuft was. Das ist ein Weißwedel-Madame, eine Weibchen. Sichtung nehmen wir uns mit. Gießen müssen wir die jetzt nicht unbedingt. Oh, und da war noch irgendwas rechts von uns, rennt weg. Und da sehen wir, reißt die alle mit. Unten haben wir noch einen Kojoten. Ein Kojote, Kojote. Kojoti ugly. So, schauen wir mal. Sichtung, 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 bevor die Blätter davor sind. Ja, ich konnte jetzt zwar nicht auf die Sichtung schauen, was das Tier hatte, bevor es hier hinterm Laub verschwindet. So, Hugo, komm her. Dann haben wir uns wenigstens hier einen Kojoten noch nehmen können. Also, auch Kojote läuft diese Jagd nicht schlecht. Definitiv. Sonst habe ich meist nur so viele, wenn ich lautlos jage. Und ja, dann vielleicht sogar teilweise mehrere an einer Stelle hintereinander schießen kann, ehe sie mich bemerken und abhauen. Und was zieht denn da hinten an? Das ist auch nochmal ein Weibchen. Und Weißwedel. Weißwedel, Weibchen. Hm, nehmen wir uns die noch mit. Und von hier liegend könnten wir uns die doch eigentlich auch noch mitnehmen. Dafür, dass die andere uns da alles verjagt hatte. Und da liegt sie. So, aufstehen, Waffe laden. Ich mache auch wieder das Magazin voll. Damit ich wieder weiß, vorne steht die 5. Also Waffe ist auf jeden Fall geladen. So, Hugo, komm, sei mal nicht so ungeduldig.
Da haben wir einmal Kojote und dann haben wir einmal Weißwedel, Weibchen. Ja, was mich immer noch so ein bisschen ärgert, nachdem ich da diese richtig genialen Maultierhirsch hatte, dass ich eben vor der Jagd nicht geguckt habe, was denn so an Wettbewerben, wenn da irgendwas wettbewerbmäßig offen ist, mit größter Maultierhirsch, also größter Score, da wäre ich garantiert weit vorne mit dabei. Wenn nicht sogar, dass ich hätte mal wieder einen Wettbewerb gewinnen können. Magenwirbelsäule, okay. 21,5 Kilo, also ist in Ordnung. Es gibt ein paar, die noch schwerer sind, aber das ist schon ein super Gewicht. So, und dann haben wir da hinten eben unser Maultierhirschweibchen. Ich werde jetzt natürlich nach der Jagd schauen, was für Wettbewerbe da offen sind. Und wenn so einer offen war, dann werde ich mich, werde ich mich wortwörtlich wahrscheinlich in den Arsch beißen. Und nein, da werde ich kein Video von machen. Braucht da gar nicht zu fragen. Ja, wo war ich dabei? Ach so, ja, wie gesagt, Ich will jetzt vielleicht mal noch so 2-3 Wochen schauen, ob sich dann nicht doch einpendelt, dass der ein oder andere merkt, aha, die Videos kommen früher, aber sie sind trotzdem da. Aber ich schätze mal, bei vielen, die es jetzt nicht mehr schauen, ist es einfach, weil es dann in der Abo-Box nicht mehr abends aktuell auftaucht, weil es ja eben mittags schon veröffentlicht wurde. Man dann eben entweder in der Abo-Box weiter nach unten scrollen müsste oder auf dem Kanal vorbeischauen und dort eben sich das raussuchen. Dass dadurch da das Ganze etwas weniger ist, es ist halt schade. Aber wenn ich merke, das bleibt hier so tief, dann war eben das Experiment zumindest bei The Hunter die Videos schon etwas früher stattfinden zu lassen, gescheitert. Bei Landwirtschaftssimulator muss ich sagen, da läuft es doch, habe ich den Eindruck, einen kleinen Tick besser zur frühen Zeit. Kann aber auch täuschen, weil eben natürlich auch viele Klicks am Anfang jetzt erstmal waren, wo sich jeder gefreut hat, okay, Kanal ist doch nicht dicht, geht doch weiter. Und von dem her, ich würde sagen, so 4 bis 6 Wochen, wenn nicht sogar noch länger, muss man das eigentlich erstmal laufen lassen, dass sich das Ganze eingependelt hat, dass man wirklich sagen kann, jetzt hat man ein bisschen Vergleichswerte. Zumindest annähernd. 100%ige Vergleichswerte sind natürlich schwer zu treffen, da so ein Let's Play ja nicht stabilen läuft, sondern natürlich sowieso immer wieder Änderungen, Schwankungen drin sind. So. Ich würde sagen, wir ziehen hier den Weg mal weiter und ich würde sagen, bis 4-2, falls vorher nicht ein Call kommt, können wir hier auch noch aufrecht laufen. Wir hatten ja jetzt hier in kurzer Zeit mehrere laute Schüsse gehabt. Von dem her können wir da ruhig auch mal ein Stück noch aufrecht gehen, ehe wir wieder in die Hocke gehen. Vom Gelände her ist hier die Hocke eigentlich natürlich schon besser. Hier links, da können auch immer wieder sich mal Hirsche oder auch Hirschweibchen verstecken. Weil wir ja auch gesehen haben, auch hier rechts Richtung Wasser können die eben durchaus vorkommen. Das ist hier auch immer so die Schwierigkeit. Wo konzentriere ich mich hin? Nach welcher Seite schaue ich hier eher? Das ist natürlich oftmals dann auch so ein bisschen Instinktsache. Was sagt denn das Bauchgefühl heute? In welche Richtung sollte ich denn besser schauen? Und mal hat man Glück und da kommt dann auch das tolle Tier, mal hat man Pech. Oder man geht hier zickzack, versucht beides mitzunehmen. Auch das ist natürlich möglich. Gehen wir auf jeden Fall zickzack, weil wir hier Spuren mitnehmen wollen. Nochmal Kojote-Spur. So, 4-2 sind erreicht. Also ab jetzt wieder in der gebückten Variante tiefer gelegt und damit etwas unauffälliger. Ja, bei den Autos ist es andersrum.
Da legen die Tuning-Fritzen ihre Karren ja tiefer, damit sie auffälliger werden. Oder im Rennsport aus aerodynamischen Gründen. Aber hier im Spiel ist tiefer gelegt eben unauffällig. So, aber wir haben auch die 15 Minuten schon wieder überschritten. Damit sage ich danke fürs Zuschauen. Daumen nicht vergessen. Bis morgen. Ciao, ciao.